Moin, hier ist er, der Himi. Im heutigen Video, ich hatte es angekündigt, geht es nochmal um dem Rönschrat seine Bro-Mode-App. Und die wollte ich mal ausprobieren, weil ich ja auch eine Beta-Version habe, die wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so veröffentlicht ist, offiziell. Wollte ich die mal testen. Ja, wie man sieht, schön auf dem Display, meine drei Kameras werden angezeigt. Und wenn euch das Ergebnis interessiert, bleibt dran. Gleich nach dem Intro geht's los. So, meine Haus- und Hofstrecke, die Alteck. Natürlich beim Erzählen so, nicht ganz so zügig unterwegs wie sonst. Die Reifen sind auch noch kalt, die werden bis hierhin gar nicht warm, wenn ich zu Hause starte. Sportdisplay, das ist immer wieder saugefährlich in meinen Augen. Man guckt echt oft da drauf, guckt, was sich da geändert hat an Schräglage, weil das alles angezeigt wird in dem Sportdisplay hier. Nee, nichts für mich, werde ich zu sehr abgelenkt. Habe ich aber gerade nicht schlecht gestaunt, als ich die Zündung ausgemacht habe, sind die Kameras angesprungen und dann mit Sprachansage Aufnahme gestartet. Ja, höre ich nicht, wenn ich den Helm anhab, aber wusste jeder Bescheid. Aufnahme gestartet. Nee, wahrscheinlich bin ich beim Zündung ausmachen an den Aufnahmeknopf gekommen, die ich vorher gestoppt hatte, die Aufnahme, und dann damit wieder gestartet. Also ich dachte erst, ist das? Aber alles gut. Ja, bisschen was fahre ich jetzt noch. Bisschen spazieren. Nehmt euch mal mit. Wir fahren jetzt von Anhausen Richtung Seintal erstmal. Da bin ich aber irgendwann durch eine Baustelle mal interessant umgeleitet worden. Und diese Umleitung fahre ich jetzt nochmal. War schön.
Objektiv her auf weit und super smooth auf ein. Ich hoffe, ich habe bei allen noch mal geguckt. Das ist ja, ja, jede Kamera einzeln connecten mit der GoPro App und dann gucken, wie die Einstellungen sind. Das ist schon immer sehr aufwendig. Uiuiuiui. Euer Trupp unterwegs. Für mich zu viele. 2, 3 ist okay, aber das waren ja bestimmt 7, 8, 9. Macht für mich nicht so den Spaß. Wobei, muss auch sagen, die Ausfahrt Hackfort, nochmal erwähnt, die war cool. Ich war da in der zügigen Gruppe und ja, das stimmt. Hat der Hans gut gemacht. Und da waren wir zu, ich glaube, 10 in der Gruppe. Hat super funktioniert. So, das hier ist jetzt quasi das neue Seintal, was wir jetzt runterfahren Richtung Isenburg. Und ich denke, ich fahre auch noch das alte hoch auf Selters. Gucken, ob ich die 3000 Kilometer heute voll kriege. Ja, mehr ist noch nicht. Ich habe mich heute Morgen auf die Wetter-App Regenradar verlassen. Zeigte mir an, ab 10 Uhr Regen. Ja, war aber nichts. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich um 8 Uhr schon unterwegs gewesen. Könnte ich jetzt beim Nano sitzen, der ist in der Nähe von Bozen auf irgendeiner Alm, bleibt dann 2 Tage, fährt Alpenpässe. Wahnsinn, Wahnsinn, was der Junge unterwegs ist. Hammer, sehr beneidenswert. Und die Bilder könnt ihr euch im Forum angucken, r1250r.de. Er postet da recht fleißig in der Fotogalerie von seinen Touren. Wahnsinn, im September wird seine R 3 Jahre alt und er hat jetzt schon knapp 70.000 drauf. Also da könnt ihr euch vorstellen, dass der Nano fleißig unterwegs ist. Anders wie ich auf jeden Fall. Wenn ich 10 voll kriege dieses Jahr, wird schon sportlich. Mal gespannt. Natürlich ein bisschen wetterabhängig auch, ne? Und weite Strecken, also jetzt größere Urlaubstouren sind nicht geplant. Wir werden sehen. Immer so kleine Ausflüge, 200-300 Kilometer, und wenn ich so starte wie heute, relativ spät, dann eine kleinere Runde, 100 Kilometer. So, jetzt sind wir im alten Seintal. Geht jetzt Richtung, so grob Richtung Selters. Ich werde auch wahrscheinlich dann Richtung Dierdorf schon fahren, irgendwo mittendrin. Ins Holzbachtal, von da aus Richtung Oberla. Und dann übers Wiedtal zurück. Ja, sollte reichen. Zwischendurch mal ein Zigarettenpäuschen und dann. Fahrt einfach ein Stückchen mit dem Himmi durchs alte Seintal. Ja, schön zu sehen hier auf dem Display. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Kameras laufen alle, das kann ich sehen auf dem Handy-Display. Handy ist natürlich auch mit Strom versorgt. Passiert auch nichts. Der Akku bleibt so bestehen, wie er ist von der Kapazität.
CC Project, der macht mir so einen Spaß. Krass. Ja, und im Vergleich zu den Anfängen hier mit der R, ich komme von den Vierzylindern und ich brauchte immer Drehzahl. Ihr merkt aber schon, da habe ich ein bisschen was gelernt, das ist hiermit nicht nötig. Der Gang ist fast egal. Das ist eine geile Strecke hier. Straßenschäden. Da müsste ich umschalten auf Rot. Zweimal drücken. Wissen wir ja. Jo, hat er umgestellt auf Rot. Das ist Wahnsinn. Sofort. Also wie Schiffsschaukel jetzt, ne? Vorher sportlich, straff. Angenehm noch, nicht zu hart, aber oh, Schwälbchen. Ich hoffe, du hast es geschafft. Ich glaube schon. Aber hier im Rotmodus. Hammer. Man schwebt quasi über die Buckel. Aber ist auch ein bisschen schaukelig, das Ganze. Auch gewöhnungsbedürftig. Aber Technik, die begeistert. Hier muss ich immer mal gucken, was so als nächstes kommt. Sprachansage, ich weiß gar nicht von wem. Ich glaube von der Promote, muss ja kommen, ne? Wird ja von der GoPro nicht übertragen. Also von der Promote höre ich jetzt über Sena. Aufnahme gestoppt, Aufnahme gestartet. Hammer. Angenehme Lautstärke. Und laufen wieder alle drei. Sehr schön. Ja, hier ist Buckelpiste. Ich sag immer, das sind GS-Strecken, ne? GS-Adventure-Strecken. Nicht nie die Kurve hier. Geht ja auch rechts rum, ne? Ups, Fußraste. Da bin ich mal gespannt. Na ja gut, ich habe Rotmodus drin. Kann sein, dass sie gerade ein bisschen eingefedert hat. Da habe ich jetzt mit dem Pinörkel von der Fußraste heftigst aufgesetzt. Mal so im ersten Moment so ein Schock, aber macht ja nichts, ne? So, noch mal kurz zu der Pro-Mode hier vom Ralf. Also ist schon interessant jetzt hier in der Version, die ich habe. Wenn alle drei gekoppelt sind und ich an einer Kamera manuell per Knopfdruck die Aufnahme starte, starten die anderen mit. Cool gemacht. Wo ich immer noch dran interessiert war, aber der Ralf hat mir erklärt, worum es nicht geht. Ich hätte gern irgendwie einen Aufnahmepegel, um zu sehen, ob der Ton aufgenommen wird. Man sieht... Helm ist die zweite. Ah ja, doch. Sieht man in der Mitte oben Helm, achter Helm. Vor der Bezeichnung ist ein Mikrofon in weiß. Und bei der Heck nicht. Ja, jetzt sehe ich es. Dann kann ich auch schon mal davon ausgehen, dass kein Ton drauf ist.
euch der kleine Test hier von der GoPro Remote, nee, GoPro Pro Mode vom Grünschrat gefallen hat. Lasst mal doch einen Daumen da und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich tierisch. Bis dahin, tschüss, bye bye, euer Himi.